Was gibt es Schöneres als Gold und Silber und auch ein ganzer Barren von jeweils eine Unze? Ja, die habe ich irgendwann mal zufällig gesehen für kleines Geld. Das heißt, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass sie nicht echt sind. Aber ich wollte das mal als Anlass nehmen und deswegen habe ich sie mir mal erstanden, weil das eigentlich eine sehr schöne Geschichte ist, um mal zu gucken, wie kann man denn überhaupt prüfen, ob sowas echt ist. Und also sprich, es geht um Materialeigenschaften. Das heißt, man guckt sich einfach mal Gold und Silber. Da gibt es Tabellen, wo man nachgucken kann. Ich habe jetzt einfach mal bei Wikipedia geguckt und einfach mal so ein paar Sachen, die mir ins Auge gestochen sind, sozusagen mal rausgeschrieben. Das heißt, wir haben zum Beispiel unterschiedliche Dichten. Silber hat eine Dichte von 10, Batsch, das Gold von knapp 20. Das heißt, bei gleicher Größe, und diese beiden Barren sind definitiv gleich groß, müsste der Goldbarren doppelt so schwer sein. Dann gibt es die Mooshärte, das heißt, ein härteres Material kann ein weicheres ritzen. Die Zahlen gehen von 1 bis 10. 1 ist weich, 10 ist hart. Hier sind aber beide im Prinzip gleich hart. Deswegen kann man vielleicht da jetzt nicht so viel mit anfangen. Magnetismus, diamagnetisch. Diamagnetisch heißt, bei genügend großem Magnetfeld stößt sich das ab. Verschiedene Schmelzpunkte. Das heißt, man könnte gucken, wann es anfängt zu schmelzen. Verschiedene Siedepunkte. Die Austrittsarbeit, was weiß ich, Fotoeffekt, könnte man im Prinzip bestimmen. Und elektrische Leitfähigkeit ist auch verschieden. Das heißt, man hat ganz viele verschiedene Materialeigenschaften, die man nutzen kann, um entsprechend hier herzugehen und zu gucken, ob das Ganze echt ist. So, und was ich jetzt natürlich mich am meisten interessiert, ist das Gewicht. Weil wir haben jetzt gesagt, die sind gleich groß. Also wenn man das Volumen von einem Körper bestimmen möchte und der tut einem nicht den Gefallen, irgendwie quadratisch praktisch gut zu sein, also irgendwie rechteckig oder so, dann könnte man das in ein Überlaufgefäß und halt messen mit dem Messzylinder, wie viel Wasser sozusagen, also es ist Wasser im Überlaufgefäß drin, man tunkt das rein und das Wasser, was überläuft, misst man. Wäre eine Möglichkeit, das Volumen zu bestimmen. Aber hier ist ja, das Volumen ist gleich, aber wir hatten gesagt, Gold ist doppelt so schwer. Also schauen wir mal, ob das stimmt. Ich habe hier meine Waage. Man kann es kaum lesen. So kann man es lesen. Wir machen mal den Goldbarren hier drauf und wenn ich hier das so ein bisschen Schatten drauf mache, kann man die 1,109 Unzen, wir machen mal nicht Unzen, sondern Gramm, also 31,43 Gramm. So, jetzt muss der Silberbarren halb so schwer sein. Schauen wir mal, ob das klappt. 31,33. Das ist schon der erste Hinweis, dass hier was faul ist. Gut, gehen wir mal weiter in der Tabelle. Mit der Härte, ja gut, beides gleich hart. Ich hätte mir natürlich jetzt etwas Weicheres oder was Härteres besorgen können und die Ritzprobe machen können. Das heißt, gucken können, ob man es damit ritzen kann. Ich gehe jetzt aber mal her und gucken wir mal jetzt Magnetismus an. Das heißt, die sollen diamagnetisch sein.
Eigentlich. So. Magnet. Gut, Diamagnetismus braucht man eigentlich einen sehr starken Magneten. Ich habe jetzt hier nur einen relativ schwachen und man sieht, es zieht sich an. Das heißt, es hat ferromagnetische Eigenschaften und Ferromagnetismus kennt man von Eisen, Kobalt und Nickel. Das heißt, ich habe hier entweder Eisen, Kobalt oder Nickel drin, aber nicht reines Gold und auch nicht reines Silber. Ja, gut, ich könnte natürlich jetzt auch noch viele andere dieser Experimente machen. Es ist anzunehmen, dass das hier einfach ein Stückchen Eisen ist und man das versilbert und vergoldet hat. Das heißt, so kann man im Prinzip herausfinden, ob das passt, indem man sich halt Materialeigenschaften aussucht und halt guckt, ob das Material diese Eigenschaften aufweist. Soweit. So gut.